Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur Folge 40. Und wir versuchen den Baumstamm umzulegen als Brücke. Ja. Hätten wir mal die Axt genommen. Na, von der anderen Seite schnell mal noch so zweimal drauf gehauen. Dann wäre der schon gekippt. Außerdem ist das ja... Was ist das denn da für ein Quatsch? Ist das nicht die falsche Seite, wenn der nach da kippen soll? Ich bin kein Holzfäller, aber... Langsam, Leon. Jetzt ist keine Zeit für ein Bad. Ach so, jetzt muss ich... Ja, na denn... Naja. Wo muss ich denn hinziehen? Auf jeden Fall wahrscheinlich nicht nach links oder was, oder nicht nach rechts. So eine beknackte Steuerung. Bring ich mich jedes Mal drüber auf, sorry. Weil es eben anders möglich gewesen wäre. Ganz einfach, sage ich einfach. So, Auftrag erfüllt wieder. Das ist ein Guru. Ganz ruhig, ich tue dir nichts. Ja, guck, der hat Sachen an. Also. Ich will mir nur deine Wunde ansehen. Oh. Der hat Sachen an. Das ist kein Affe. Das ist wirklich ein Yeti oder was? Hm. Oder wie sie sagt. Wie kann ich ihm zeigen, dass ich nichts Böses will? Ja, winkt doch mit dem Taschentuch, oder? Okay, Kekse. Kekse sind immer gut. Gerade bei Yetis. Das Lederhose hat er auch anders gesehen. Lederhose ist das sogar. Also da gehört ja schon einiges dazu, um sowas anzufertigen, ne? Mein Vorschlag, ich sollte jetzt eine Lederhose basteln. Mit meinem Wissensstand. Erstmal würde ich vor der Frau auf den Sack kriegen, wie die Küche dann aussehen würde. Und, naja, gut, das ist ein anderes Thema dann. Aber ich wüsste auch gar nicht, wo ich so viel Leder herkriegen sollte, dass die mir auch passt dann. Ist ja auch eine Kostenfrage, ne? Okay, ich muss aber dazu sagen, früher, als ich noch nicht so krank war, war ich deutlich schlanker. Ich war nicht dünn, ich war schlank. Weil dünn sein will man ja auch nicht. Also war ich nur schlank. Und dann habe ich zugelegt, auch ohne viel zu essen. So, kommst du jetzt? Ich weiß ja gar nicht, was passiert. Bewege ich mich denn oder schwebt der Keks dann weiter zu ihm oder kommt er weiter hierher oder tut sich nichts. Keine Angst. Alles wird gut, klar. Na, ich habe doch die Maus ja nicht in die Richtung gedrückt gehabt, aber seht ihr mal, jetzt ist in die Richtung muss ich die drücken. Also die Logik ist manchmal nicht nachvollziehbar, finde ich. Aber Junge, schön auf. Oder? Was habt ihr da für eine Meinung zu? Ich wusste jetzt nicht, ob ich da weiter hingehen sollte, oder? Hm. Traut sich nicht, ne? Tut ja nichts. Arme. Angst, ist klar. Wenn plötzlich neben mir so ein Leo steht. Leo. So ein Leon neben mir stehen würde. Ja, okay, aber wenn er Kekse mitbringt. Aha. Das ist lecker, was? Ja, ne? Bein gebrochen. Ich sehe es mir nur an, ja? Also Bein gebrochen. Deswegen konnte er nicht weg. Ah. Schau, Kleiner. Wenn ich die Wunde sehen darf,
kriegst du später noch einen Keks. Ja? Wirklich gebrochen. Das muss wehtun. Du bist so tapfer. Wenn ich die Wunde säubern und dein Bein schienen könnte, könnten wir dich ins Lager bringen und versorgen. Ja, und dann sind sie alle happy. Warte. Ich bin gleich zurück. Hab etwas Geduld, mein kleiner Freund. Ich bin gleich wieder da. So. Das Bein schienen. Ja. So, was haben wir denn Schönes? So viel Schmutz und Schlamm, wie der Fluss führt, ist das Wasser nicht zum Reinigen einer Wunde geeignet. Ach so. Ich hätte da jetzt draußen getrunken. Ich hätte da... Mit diesen Lianen kann ich die Schiene für den Gorun befestigen. Aber sie stecken fest. Okay. Was ist das? So viel Schmutz und Schlamm, wie der Fluss führt. Ach so, das Wasser nicht zum Reinigen einer Wunde geeignet. Ja. Ich muss saubereres Wasser finden. Okay. Ja, natürlich. Wenn wir das nicht nehmen können, müssen wir anderes finden. Da sind ja doch zwei Punkte zum Gucken. Knüppel. Ach nee, da. Da ist Wasser. Na, Kekse. Ja klar, Kekse einweichen. So. Hallo? Boah, das ist so bescheuert, oder? Damit kann ich dem Gorun sauberes Wasser bringen, um seine Wunde zu säubern. Extra Angeklickerei da noch. Ja, die kann ich nehmen. Die jetzt abgebildeten sind ja krummer oder gefährlicher als die. Sie sind gerade genug, um den Gorun ins Lager zu schaffen. Die auf dem Bild vorhin waren, die im Bild zu sehen waren. So, jetzt brauchen wir nur noch. Der Gorun bekommt vielleicht Angst, wenn ich weggehe. Es muss hier etwas geben, mit dem ich ihn versorgen kann. Ja, was brauchen wir? Wir brauchen Lianen. Ja, aber ich hab doch mich nicht vorhin. Hat er nicht ein Seil in der Tasche? Aber wahrscheinlich sonst die Lianen sein. Was ist das? Mit diesen Lianen kann ich die Schiene für den Gorun befestigen. Aber sie stecken fest. Ja, das hatten wir auch schon. Aber was ist das da für ein Punkt? Was soll das sein? Ah! Ja, meine Güte, da muss man wissen, ja. Da muss er einfach drauf kommen, dass sie dadurch... Ja. Oh, wieder anklicken. Damit sollte ich die Schiene für den Gorun festbinden können. Alles immer doppelt. So, jetzt können wir verbinden, oder? Oder erstmal. Los geht's. Erstmal Wunde sauber machen. Das tut jetzt ein bisschen weh. Ja. Ja, damit man auch selber ein schlechtes Wissen kriegt, wa? Oh. Siehst du? Ja. So, war doch nicht so schlimm, oder? Nee, als Wassergießer kann man das immer sagen, ne? Oh, der hat die Stöcke auch schon dran. Oh, der ist so schnell, wa? So, ihr Hübschen. Jetzt müssen wir einen Weg finden, dich darüber zu bringen. Wir machen aber erstmal einen Break.